Radikale sind chemische Moleküle, die durch Umwelteinflüsse wie natürliche Strahlung, aber auch Stress, schlechte Ernährung, Rauchen und Ähnliches erzeugt werden können, dann in den Körper gelangen und im Körper dann weitere Reaktionen in die Wege leiten. Das Problem ist, dass diese freien Radikalen sehr reagibel sind, das heißt, sie können sehr viel Folgereaktionen in die Wege leiten und gehen insbesondere in die Zellstrukturen und in der Zelle selbst lösen sie Folgereaktionen aus. Damit können sie Zellschäden verursachen, Schädigungen an der Erbsubstanz, aber auch in den einzelnen Zellen die Energiekraftwerke der Zelle zerstören. Wenn wir aus Eisen wären, würden sie uns rosten lassen. Allgemein zur Zellalterung ist zu sagen, dass die Belastung der Zellen in der heutigen Umweltsituation ständig wächst. Wir haben immer mehr Umweltfaktoren, die diese Zellalterung vorantreiben, mehr Zellschäden verursachen, wie zum Beispiel Ozon, Stress, Smog, schlechte Ernährung, Umweltverschmutzung im Allgemeinen und verschiedene Strahlungsquellen. Man weiß, dass die freien Radikale unter anderem dafür sorgen, dass die Zellen schneller ihre Energie verlieren und damit schneller auch krank werden können. Interessant ist dies im Zusammenhang mit Krebs. So gibt es eine Statistik, die zeigt, dass besonders Organe, die mit der Außenwelt in Kontakt treten, etwa zu 90% die Krebsursache darstellen, 5% nur die inneren Organe und 5% dann Blutkrebssorten. Dies zeigt, dass die Umweltverschmutzung und der Kontakt von uns Menschen mit der Umwelt eine entscheidende Rolle in der Entstehung von Krankheiten spielen. Und dort sind die freien Radikale eben ein entscheidender Ursachenpunkt. Im Bereich Zellalterung und Phytotherapie ist die Forschung bereits sehr weit fortgeschritten. Man hat heute sehr viele Erkenntnisse im Bereich von antioxidativen Substanzen. Das heißt, das sind Substanzen, die bis auf DNA-Ebene freie Radikale neutralisieren. Das heißt, die DNA schützen vor Angriffen von schädlichen Substanzen, die durch Umwelteinflüsse generiert werden. Das Schwierige daran ist, diese Substanzen verfügbar zu machen. Das heißt, die müssen resorbiert werden. Die Aufnahme im Körper muss verbessert werden und daran arbeiten die Wissenschaft. Die ETH Zürich und insbesondere die Spin-off-Firmen, die daraus entstehen, forschen zurzeit daran, wie man die vorher erwähnten pflanzlichen Inhaltsstoffe so weit verbessern kann und integrieren kann, dass man in der Wirkung sehr viel weitergehen kann. Das heißt, man versucht Chemoprävention zu betreiben, das heißt, man versucht Krebs bereits zu verhindern auf einer sehr tiefen Stufe. Man versucht Entzündungen zu hemmen, bevor sie Überhand nehmen und stärkere Therapien beanspruchen. Man versucht die Zellalterung zu verlangsamen und dadurch das Gewebe, der ganze Körper umweltresistenter zu machen.